So, Tag 3 in Los Angeles für Ubisoft. Wir befinden uns am US Bank Tower und das ist echt ein mega hohes Gebäude. Ich guck mal. Und darin befindet sich halt die Uplay Launch. Wir sind heute hier, um Gameplay zu capturen. Insbesondere für mich einfach Assassin's Creed und Rainbow Six Siege. Division werden wir wohl anspielen können, werden wir aber nicht capturen dürfen leider. Aber Rainbow Six und Assassin's Creed freue ich mich drauf. Es gibt noch eine Menge andere Titel, die ich mir so nebenbei mal angucken werde. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal hinein. So when you're leaving tomorrow, just give me something to hold on to. Wenn ich jetzt nicht wüsste, dass YouTuber heute dabei sind, hätte ich das nicht gemerkt. From you. And I'm your genie in a bottle. And I know that you hold me close to you. Ooh, and I'll make all your wishes come true. Am Dienstag, die Ubisoft-Session ist jetzt vorbei und ich und der Peter, wir beide reisen jetzt nochmal zur E3, beziehungsweise zum ersten Mal zur E3. Wir waren ja beim ersten Mal nur da, um uns diese Badges abzuholen und jetzt wollen wir uns die Messe mal angucken. Hat die Messe heute aufgemacht? Heute, ja. Und hier ist keiner im Bus drin. Genau, wir sitzen in einem Shuttlebus zur E3 und da ist keiner drin. Wir haben den Bus quasi exklusive für uns. Das ist ziemlich schräg, finden wir, und wir gucken jetzt mal, was uns so auf der Messe erwartet. Wir waren ja gerade auf dem Uplay Capture Event, wo eigentlich alle aktuellen Ubisoft-Titel zu spielen waren. Was war dein Highlight? Ja, Anno eigentlich noch. Division spiele ich erst morgen. Okay, bei mir war es eigentlich so ein bisschen, Division war auf jeden Fall mega sensationell, muss ich sagen. Also war, ich würde sagen, es war PlayStation 4, ich weiß es nicht so genau. Also auf jeden Fall war es Konsolen-Gameplay, sah aber auf jeden Fall schon richtig, richtig dick aus. Und es sah auch wirklich so ein bisschen aus wie den Trailer. Natürlich jetzt von der Grafik nicht ganz so fein, weil die Trailer, die man vorgesehen hat, waren 100% PC-Gameplay. Aber so, es fühlte sich richtig, richtig gut an. Also so diese Gegend und so, das war eigentlich genau, wie man das vorher gesehen hatte. Halt nur ein bisschen abgeschwächter Form, weil es dann, was weiß ich, Konsole Pre-Alpha war und so weiter und so fort. Was mir auch richtig gut gefallen hat, war natürlich Rainbow Six Siege. Immer noch so mein Highlight, weil das einfach so das persönlich das Spiel ist, was ich gerne spielen würde oder gerne spiele. Und daher für mich auch immer noch momentan so das Highlight der Messe. Aber jetzt nicht so, weil es einen so mega wegrockt und weil es so die neueste Innovation der Innovation ist, sondern weil es ganz einfach mein Spiel ist. Entschuldigung. Peace out. Vitor vloggt schon wieder, andauernd. Immer nur mit Kamera in der Hand und so. Hi!